Um sich zumindest wieder sicher zu fühlen, hat Andreas Ellermann aufgerüstet und fast 15.000 Euro in neue Sicherheitsanlagen investiert. Also im Einbruch haben wir natürlich hier die Lichter, jetzt die Flutlichter, die anspringen rings ums Haus, wenn Leute das Grundstück betreten. Dann gibt es die Innenanlage, natürlich die Innenalarmanlage, die auch verkoppelt ist mit dem Sicherheitsdienst. Außenanlage, wenn jemand raufkommt und hier dran vorbeiläuft. Und es gibt natürlich darüber hinaus auch noch weitere Geheimnisse hier im Haus, die möchte ich aber nicht preisgeben.